Hallo, liebe Deutschlernende. Einer der Schlüssel zum Sprachenlernen ist es, dasselbe Material immer und immer wieder zu hören. Ja? Und deswegen ist meine Empfehlung, diese Videos immer und immer wieder zu schauen. Nun, ich habe ein sehr wichtiges Feedback bekommen. Jemand hat mir geschrieben und hat gesagt, naja, wenn deine Videos 10 Minuten, 11 Minuten, 12 Minuten lang sind, dann ist es sehr schwer, die Zeit zu finden, dieses Video immer und immer wieder anzuschauen. Ja? Und da habe ich mir gedacht, ja, eigentlich hat er sehr recht. Ja? Wenn man zum Beispiel sich vornimmt, meine täglichen Videos 5-mal anzuschauen, ja, um wirklich viel von der Sprache aufzusaugen, ja, dann wird es ein bisschen schwierig. Ja, dann ist es fast eine Stunde lang, die man dann damit verbringt, das Video zu schauen, bei 10, 11, 12 Minuten. Und ja, das kann ich ganz gut nachvollziehen. Und deswegen habe ich mir überlegt, ich mache jetzt auch ein paar kürzere Videos. Und dann ist es so, dass ihr praktisch die Wahl habt, ja, weil ich habe jetzt schon sehr, sehr viele Videos veröffentlicht. Ja. Ihr habt jetzt ganz viele Videos, die 10, 11, 12 Minuten lang sind. Und dann möchte ich, um eine Balance zu schaffen, ja, um auch mal was anderes zu machen, möchte ich auch ein paar Videos machen, die 2, 3 Minuten nur lang sind. Und da habe ich eine sehr tolle Überraschung für euch. Ja. Ich habe nämlich die Erlaubnis bekommen, ein paar Drohnenvideos zu benutzen. Ja. Da hat jemand Videos gemacht mit einer Drohne. Ja. Und die sehen echt fantastisch aus. Also sind echt total toll. Also ich werde versuchen, so viele Drohnenvideos nutzen zu können, wie ich kann. Und dann werdet ihr praktisch eine deutsche Stadt sehen, ja, aus der Luft. Und dabei werde ich es für euch, ich werde da für euch eine Erzählung machen, ja. Also ich werde ein bisschen etwas erzählen und dabei seht ihr wunderschöne Videos, ja. Und das ist, wie gesagt, nicht sehr lang, ja, es sind nur ein paar Minuten. Und diese Videos, ja, wenn die rauskommen, ist mein Ratschlag, diese Videos schaut die immer und immer und immer wieder an. Ja. Und ich möchte mich auch bedanken bei Alberto von Italiano Automatico. Er hat letztens mir den Tipp gegeben, doch auch Leute anzuschreiben und zu fragen, ob ich die Drohnenvideos nutzen kann. Ja, Alberto macht das schon. Er hat ein paar Ausschnitte in seinen Videos, wo man ja, sozusagen aus der Perspektive einer Drohne eine Landschaft sieht. Ja, und das finde ich total super. Und das werde ich jetzt auch machen, aber ich werde es ein bisschen anders machen. Ja, ich versuche immer, meinen eigenen Stil zu haben. Ja, und mein eigener Stil wird jetzt sein, nur das Drohnenvideo zu nehmen und dabei euch etwas zu erzählen, ja, und ihr werdet dann auch sehr gut das Deutsch verstehen können, weil ich dann natürlich auch erzählen möchte, was man gerade sieht, ja. Das ist das Video für heute, wir sind schon wieder bei 4 Minuten, irgendwie klappt es bei mir nicht. Ich kann manchmal keine kurzen Videos machen, habe ich das Gefühl, ja. Ja, will euch einfach so viel geben, ich möchte einfach so viel reden, ja. Ich hoffe, das war hilfreich und ich hoffe, ich habe euch ein bisschen neugierig gemacht. Also diese Videos kommen in den nächsten Tagen, Videos mit Drohnen und einer Erzählung von mir, ja. Und da werdet ihr noch ganz viel über Städte erfahren, ja. Also das ist das,
Das ist eine Sache, die ich oft von euch gehört habe. Ja? Also wenn ich euch gefragt habe, was möchtet ihr so für Videos sehen, dann haben viele von euch gesagt, ja, ich möchte gerne über Städte etwas erfahren und über diese Stadt und jene Stadt. Ja? Also werdet ihr auch ein bisschen mehr von deutschen Städten sehen. Und ich bin gespannt auf euer Feedback. Ja? Also wenn die Drohnenvideos kommen, bin ich immer gespannt, was ihr davon haltet. Und ja, ihr könnt mir gerne auch ein paar Videos vorschlagen. Ja? Also wenn ihr tolle Drohnenvideos findet auf YouTube, dann ja, schlagt mir vor, diese Videos zu benutzen und dann werde ich versuchen, die Erlaubnis zu bekommen, dieses Video nutzen zu können und um das zu ja, um das mit Worten zu versehen sozusagen, ja, um da ein bisschen was zu erzählen, sodass ihr nicht nur eine schöne Landschaft seht, sondern auch die schöne deutsche Sprache. Okay, viel Spaß dabei und wir sehen uns morgen. Tschüss!